liebes Weibchen, verzeih, ein Brief vertraute mir, es sei der Ritter schon bei dir. Naja, es ist eine Ehetragödie, eine Ehekomödie aus dem 19. Jahrhundert. Und da haben wir es auch belassen. Die bürgerliche Ehe als Institution ist ja im Grunde Anfang des 19. Jahrhunderts erfunden worden und ausgebaut worden. Und dann liest man überall in den Romanen und in den Theaterstücken von Ehebruch und Eifersucht und Hintergehen und Auseinanderbrechen. Und darum geht dieses Stück. Und dann kommt eines Tages Falstaff, der dicke Mann, schreibt zwei Briefe und dann nimmt die Sache seinen Lauf. Also das ist sozusagen der Katalysator, der diese Sache zum Überlaufen bringt. Das war mal ein Ritter, das war mal ein Adliger, der hatte mal Geld, der hatte mal Güter. Und jetzt haust er irgendwo unter einer Brücke oder bei uns in so einer Waldkapelle, ja, haust er und versucht an Geld zu kommen, damit er was essen und was trinken kann. Und ja, und über diese Frauen von diesen beiden reichen Männern versucht halt an Geld ranzukommen und es klappt ja nicht. Ich hab dich lieb, ich will ja gern ein Ritter sein, nur hilf mir ihn. Ich komm hinein, ich will, ich muss hinein. Das sind jetzt hier in diesem Fall die Nachbarn und die werden da hingerufen, dann will der Mann eine Haussuchung machen und dann kommen halt 60 Nachbarn da rein und die durchsuchen halt das Haus und finden nichts und schimpfen dann sozusagen diesen eifersüchtigen Ehemann aus und brüllen Tyrann. Das ist schon so eine Art, also Canetti würde sagen, Hetzmasse, ja? Hetzmeute. Das Gefühl, das ist schon ein Sündenbock, dann der Falstaff, der auch ausgetrieben wird. Also alle Verfehlungen, alle Dinge, die mit Ehebruch, die mit Fremdgehen und so weiter zu tun haben, werden auf den Falstaff projiziert. Und deswegen wird der Falstaff bestraft. Schlecht, schlecht. Ah.